Haus. Grüß dich, Elli. Was machst du da? Anstreichen? Ah, klar. Du streichst das Haus rosa an. Was für eine schöne Farbe. Oh, oh, ja, ja. Eine sehr schöne Farbe. Ich meine, die allerschönste Farbe in der ganzen Welt. Hallo, Pocoyo. Hallo, Pato. Elli hat noch ganz schön viel zu streichen. Vielleicht könnte sie etwas Hilfe brauchen. Malen! Ich habe so den Eindruck, dass es ihr sehr gefallen würde, wenn ihr ihr helfen tätet. Malen! Nun, Elli, da hast du aber ein sehr rosa Haus angestrichen. Elli, was ist los? Und hier ist eine schöne Dose mit rosa Farbe. Pato, ich glaube, der Elli gefällt diese Farbe nicht so sehr. Elli besteht darauf, dass du das Haus rosa streichst. Nein, blau! Elli, Pato hat ein Porträt von dir an die Wand gemalt. Aber es kann doch nicht so schlimm sein, auch mit anderen Farben zu streichen. Ein rosa Dach, Elli? Aber Pocoyo! Oh nein, Pato! Leute, vielleicht solltet ihr... Ganz ruhig mal. Einen Augenblick. Wenn ihr euch nicht beruhigt, werdet ihr das nie richten können. Was für ein Desaster. Gute Idee, Elli.
Jeder kann jetzt seinen Teil anstreichen. Ah, das ist doch perfekt. Jetzt passt es. Jetzt sieht das Haus wunderschön aus. Bis zum nächsten Pocoyos Bilder. Hallo, Pocoyo. Hallo. Oh, was machst du denn da? Das ist ja wunderbar, Pocoyo. Kann vielleicht einer von euch sagen, was Pocoyo da gemalt hat? Von einem Fisch. Ganz genau. Das ist ein Fisch. Ein grüner Fisch. Und was für ein wunderschöner grüner Fisch das ist. Was willst du jetzt machen, Pocoyo? Mehr Bilder. Oh, wie wär's, wenn du malst, wo der Fisch wohnt? Hallo, Pato. Kannst du erkennen, was Pocoyo da malt? Stimmt was nicht, Pato? Seht euch das an. Habt ihr auch erkannt, wo dieser Fisch ist? Er ist im Himmel! Ja, ja, er ist im Himmel. Wie fantasievoll, Pocoyo. Ich glaube, Pato hat noch nie einen Fisch gesehen, der im Himmel wohnt. Das muss ein Vogelfisch sein. Nein, ein Fischvogel. Oder ein Fiegel. Oder ein Frosch. Oder... schon gut. Was willst du denn als nächstes malen, Pocoyo? Schmucker, blauer Fisch. Der ist wirklich schön, Pocoyo. Aber jetzt, wer kommt denn jetzt wohl? Elli! Ich glaube, Pocoyo will dich überraschen, Elli. Tata! Nun seht euch das an. Könnt ihr sagen, wo dieser Fisch wohnt? In den Bäumen. Also das ist fantastisch, Pocoyo. Schaut mal, was dieser Fisch da macht. Er schwingt sich von Baum zu Baum fast wie ein Affe. Was? Oje. Elli hat wahrscheinlich noch nie einen Fisch gesehen, der in den Bäumen wohnt. Ein neues Bild. Du willst uns noch ein Bild malen, Pocoyo? Jetzt bin ich aber gespannt, was es diesmal wird. Das macht wirklich Spaß. Oh, was für ein wunderbarer roter Fisch.
Jetzt möchte ich aber wissen, wo dieser rote Fisch wohl wohnt. Seht nur, seht euch das an. Wisst ihr, wo dieser nette rote Fisch wohnt? Im Meer. Im Wasser. Richtig, im Wasser. Tief im Meer. Oh ja, ich denke, auf diesem Bild kann man sehen, wo die Fische wirklich wohnen. Hä? Was? Du meine Güte. Hey Elli, Pato, wisst ihr was? Pocoyo hat die Bilder für euch gemalt. Es macht alles viel mehr Spaß, wenn ihr eure Fantasie benutzt. Was ist das? Ein Geschenk? Für uns alle? Oh, danke, Pocoyo. Das ist aber lieb von dir. Oh, das sind wunderschöne Bilder. Danke, Pocoyo. Macht's gut. Bis bald. Pocoyo der Maler. Hallo, Pocoyo. Hallo. Warte mal einen Moment. Willst du jetzt ein Bild malen? Ach, wunderbar. Und, Pocoyo, was willst du uns denn heute malen? Freunde. Eine wirklich schöne Idee. Ein Bild von deinen Freunden. Wen malst du zuerst? Ist hier vielleicht jemand hier irgendwo? Kann vielleicht einer von euch Pocoyo helfen? Wen soll er malen? Male Lula! Lula, eine glänzende Idee. Ich bin mir sicher, Lula ist das perfekte Modell. Nicht bewegen. Ah, das ist genau die richtige Farbe, um Lula zu malen. Lula, Lula! Das macht doch nichts, Pocoyo. Du hast doch noch mehr Freunde. Dann malst du einfach einen anderen. Pocoyo, mal Elli. Ich bin begeistert. Elli, das sieht wirklich hervorragend aus. Elli! Bitte! Nicht bewegen! Elli! Elli!
Ich fürchte, Elli ist viel zu aufgeregt. Und nur, weil du sie malen willst, Pocoyo. Aber es muss doch einen geben, den du malen kannst. Pocoyo malt Patu. Das ist aber eine interessante Pose. Also das wird sicher ein außergewöhnliches Bild. Oh nein! Armer Pato. Dabei hat er sich so sehr bemüht, Pocoyo. Pocoyo? Wo willst du denn hin? Was ist los? Ah, verstehe. Du bist unglücklich, weil alles so schief gegangen ist. Pocoyo, lass uns doch mal einen Blick auf dein Bild werfen. Nein! Ach komm, Pocoyo. Nur einen ganz kurzen Blick. Nein! Vielleicht könnt ihr mir alle helfen. Bittet doch Pocoyo, dass er euch das Bild zeigt. Wenn ihr es wirklich ganz doll sehen wollt, dann zeigt er es uns vielleicht. Also los, bittet ihn einfach. Zeigt uns doch das Bild! Bitte! Aber das ist doch fantastisch, Pocoyo. Man sieht Orange für Lula, Rosa für Elli und da diese ganz erstaunliche Pato-Form, genau wie Pato. Schaut euch das an. Siehst du, Pocoyo? Du bist ein ganz fantastischer Maler. Und deine Freunde sind glücklich, so ein schönes Bild zu haben. Bravo, Pocoyo. Macht's gut. Bis bald. Farbenwechsel. Ah, und da ist Pocoyo. Hallo. Hallo. Was für tolles Spielzeug. Und was es für wunderbare Farben hat. Was ist denn, Pocoyo? Hast du etwas entdeckt? Ach du meine Güte, was hast du denn da gefunden, Pocoyo? Das sieht aber interessant aus. Knöpfe! Ja, warum nicht probieren? Fang einfach an. Drück einen Knopf. Wollen doch mal sehen, was passiert. Sieh dir das an. Deine Lokomotive ist rot geworden. Nun schau dir das an. Wie kommt es, dass sich die Farben ändern? Pocoyo, weißt du das? Kann vielleicht einer von euch Pocoyo helfen? Was denkt ihr, was macht Pocoyo, dass sich die Farben verändern? Auf die Knöpfe drücken! Ja, ich denke, ihr habt recht. Wenn Pocoyo die Knöpfe auf diesem Spielzeug drückt, ändern sich die Farben. Ha, versuch doch mal einen anderen Knopf, Pocoyo. Ja! Es ist das Spielzeug. Es ändert ganz einfach die Farben der Dinge. Erstaunlich. Musik
Alle Bauklötze sind rot geworden. Ja! Und eine neue Farbe für das Radio. Hey, 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 hey! Vorsicht, Pato! Oh! Nein! Oh nein! Oh wei! Farben, Farben, Farben! Sei nur vorsichtig, Pocoyo! 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 Macht es dir Spaß, die Farben zu ändern? Ja, und denkst du, allen anderen macht es auch Spaß? Wirklich? Möchtest du nicht wieder alles so machen, wie es war, Pocoyo? Dann bin ich sicher, wir schaffen das. Zuerst müssen wir uns erinnern, wie die richtige Farbe von jedem war. Könnt ihr vielleicht Pocoyo helfen? Ruft einfach laut, wenn Pocoyo die richtige Farbe getroffen hat. Also los, Pocoyo, probiere ein paar Farben aus. Zuerst Pato. Welche Farbe hatte er? Rosa? Nein! Blau? Nein! Gelb? Pato ist gelb. Ja, 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 ja. Und wer kommt jetzt dran? Ach ja, richtig, Elli. Könnt ihr Pocoyo sagen, welche Farbe Elli hatte? Gelb? Nein! Blau? Sie ist rosarot. Ja, sie ist natürlich rosarot. Ja, das war's dann wohl. Was ist denn, Pato? Stimmt etwas nicht? Oje, Patos Hut hat noch nicht die richtige Farbe. Siehst du das auch, Pocoyo? Gut gemacht, Pocoyo! Bravo, ihr alle! Wie gut, dass alles eine Farbe hat. Macht's gut! Bis bald! Enten sauber! Ah, hört ihr das auch? Was ist das? Ich frage mich, wer das sein könnte. Kann mir vielleicht einer von euch helfen? Wer singt da? Das ist Pato! Pato, also du warst das. Ich hätte nie gedacht, dass du so singen kannst. Und da ist er schon wieder, blitzsauber. Pato liebt nichts mehr, als sich zu waschen. Wie oft hast du heute schon geduscht, Pato? Dreimal? Oh, entschuldige. Viermal natürlich. Es wäre trotzdem besser, wenn du jetzt losgingest. Pocoyo und Elli warten schon auf dich. Ja, so ist er, unser Pato. Nur wenn er richtig sauber ist, dann ist er wirklich glücklich. Pato, Pato, pass auf! Thank you.
Das war knapp. Aha. Pocoyo und Elli essen gerade. Mal sehen, was es gibt. Möchtest du vielleicht auch ein Marmeladenbrot, Pato? Pato! Ah, verstehe. Die beiden sind dir zu dreckig. Pato, warum kommst du jetzt nicht hervor, hm? Ich bin sicher, Elli und Pocoyo sind jetzt mit dem Essen fertig. Ja, sie machen da irgendetwas. Sie spielen schon wieder. Was kann das nur sein? Fingerfarben. Sie beschmieren sich total und haben Spaß dabei. Oh ja. Tja, es ist alles in Ordnung, ihr zwei. Ich glaube nur nicht, dass Pato mit euch Fingerfarben malen möchte, denn er hat gerade erst frisch geduscht. Was hast du denn, Elli? Elli? Pocoyo? Weißt du, Pato, du musst keine Angst davor haben, auch mal schmutzig zu werden. Ja, ich weiß schon, du bist schön sauber, aber Pocoyo und Elli sind fertig mit Malen. Was spielen sie denn jetzt? Es gibt ja nichts, womit man sich mehr vollschmieren kann als mit Farben, oder? Flammkuchen. Oje. Also das war ganz erstaunlich, Pato. Du hast nicht ein Fleckchen Schlamm abbekommen. Oh. Warte mal. Tja, also Pato hat sich so sehr bemüht, sauber zu bleiben. Kann ihm vielleicht einer von euch sagen, was passiert ist? Schmutzig! Ja, ich fürchte, Pato, ich muss dir sagen, du hast da einen Dreckfleck. Sieh nur. Pato! 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 Weißt du, ich habe es ja schon vorhin versucht, dir zu erklären. Schmutzig zu werden ist gar nicht schlimm. Nein, nein, das ist so. Denk doch mal nach. Du möchtest dich gern waschen, wieder richtig sauber werden, nicht wahr? Gut. Aber macht es nicht viel mehr Spaß, sich zu waschen, wenn man sich vorher ein ganz kleines bisschen schmutzig gemacht hat? Ach, sieh mal dort. Wie nett. Deine Freunde haben dir eine Badewanne gebracht. Ich nehme an, Pato hat es jetzt verstanden. Wenn man ein bisschen schmutzig ist, macht das Baden ein bisschen mehr Spaß. Und wenn man ganz doll schmutzig ist, ja, dann macht das Waschen einen Riesenspaß. Klasse, Pato! Bravo, Elli und Pocoyo! Wir lieben das Baden. Wir lieben den Schmutz. Macht's gut. Bis bald. In der Wanne. Bildergalerie. Hallo, Pocoyo. Hallo! Was macht denn Elli da mit dem Eimer? Ah, ich sehe schon, das wird ein Bild. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Art zu malen. Hey, was ist denn das? Affe? Du meinst, du hörst einen Affen? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, ob das wirklich ein Affe ist? Das ist ein Affe. Nein.
Das ist richtig. Das ist kein Affe, das ist Baby Pieps. Und sieh mal, Baby Pieps malt auch ein Bild. Großartig. Ach, und auch Fred malt ein Bild. Was willst du malen? Oh, du weißt es noch nicht. Ah ja. Pato, du malst kein Bild? Vielleicht aber auch nicht. Ich vermute, Pato möchte heute lieber kein Künstler sein. Aha, Zeit für die große Ausstellung. Da ist auch schon Baby Pieps mit den Häppchen. So lecker, 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 wie reizend. Oh, hier ist Ellis Bild. Wie findest du es, Pocoyo? Schön, wunderbar. Und das muss das Bild von Baby Pieps sein. Was hast du, Pocoyo? Du suchst nach Worten, um das Bild zu beschreiben? Ja, es ist irgendwie so lebhaft, so kraftvoll, dynamisch. Vorsicht, Baby Pieps! Baby Pieps nicht ganz so aufgeregt. Und hier haben wir Freds ausgezeichnete Arbeit. Pocoyo möchte wissen, was das sein soll, Fred. Ja, verstehe. Ja. Ja, natürlich. Er sagt, es sei eine Skizze. Oh. Hier ist das Bild von Schlummerpieps. Was hältst du davon? Ehrlich? Schön. Müde. Pato, du hast dich also doch noch entschlossen, ein Bild zu malen. Können wir sehen? Das hast du gemalt? Ich habe das... Gibt's noch mehr? Das ist toll! Das gibt's doch nicht! Das ist doch... Hast du noch mehr? Zeig sie uns, bitte, zeig sie uns. Das hast du alles gemalt. Das ist ja sensationell, einfach brillant. Kannst du uns vielleicht hier noch mal etwas malen? Ach komm, Pato, nun mach doch mal. Wir alle möchten zu gern sehen, wie du das machst. Stimmt's? Wollt ihr nicht auch sehen, wie Pato ein Bild malt? Ja, mal ein Bild, Pato. Du hast nicht das richtige Material hier. Ach, das ist doch kein Problem. Schon haben wir es. Eine schöne leere Leinwand. Du hast großen Durst. Na dann, hier ist etwas zu trinken. In Ordnung, Pato. Wir sind soweit. Überrasch uns. Oje. Pato, du hast diese Bilder gar nicht selbst gemalt, stimmt's? Egal. Wir machen jetzt Folgendes. Zuerst bringst du diese Bilder dorthin zurück, wo du sie hergenommen hast. Sehr gut. Und hier ist eine schöne leere Leinwand. Versuch es einfach. In Ordnung. Du magst es nicht, Bilder zu malen. Was magst du denn dann? Blumen! Du hast recht. Sie sind wunderschön. Warum malst du sie nicht? Nein, nicht. Aber du musst wirklich keine Angst haben. Sieh nur, Pocoyo hat schon eine herrliche Blume gezeichnet. Pato,
Du hast dich getraut, du hast ein Bild gemalt. Und was für ein vortreffliches Bild. Das ist fantastisch, ohnegleichen. Na, jetzt bist du doch froh, dass du es probiert hast, hä? Bravo, Pato, es tut so gut, immer wieder etwas Neues auszuprobieren. Macht's gut, bis bald. Hallo, Pocoyo. Hallo. Was machst du denn da? Folgst du einer Spur? Von wem sind wohl diese Fußspuren? Sie sind ziemlich klein. Ha! Ich weiß es. Sie haben genau dieselbe Größe wie Pocoyos Füße. Kann vielleicht einer von euch Pocoyo beim Raten helfen? Wer hat diese Fußspuren gemacht? Pocoyo! Pocoyos Füße. Das ist ganz richtig. Pocoyo, du bist deiner eigenen Spur gefolgt. Nanu. Was ist denn das? Schau, hier sind noch mehr Fußspuren. Und wer auch immer diese Spuren gemacht hat, er trägt keine Schuhe. Seht genau hin, er hat kleine Pfoten anstelle der Füße. Wer hat diese Fußabdrücke hinterlassen? Weißt du es, Pocoyo? Kann die Spur vielleicht von dir sein, Pocoyo? Kann vielleicht einer von euch Pocoyo helfen? Von wem sind die Fußspuren? Von einem Hund. Von Lula. Ganz richtig. Sie sind von Lula. Manchmal hinterlassen wir Spuren oder Abdrücke. Zum Beispiel, wenn wir am Strand durch den Sand laufen. Oh, diese Spur ist jetzt aber wirklich sehr rätselhaft. Wer oder was hinterlässt denn solche Fußspuren? Rund. Ja, sie sind rund. Groß. Du hast recht, sie sind auch groß. Viel größer als deine Fußabdrücke, Pocoyo. Große, runde Füße. Wer in aller Welt könnte solche Spuren machen? Pocoyo, weißt du, wer diese Fußabdrücke hinterlassen hat? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wer solch große, runde Spuren macht? Elli! Ihr habt recht. Das ist Pocoyos gute Freundin Elli. Hallo, Elli. Du hast aber wirklich große Füße, Elli. Hier kommt jemand, der ausgesprochen interessante Fußspuren hinterlässt. Hallo, Pato. Gehst du schwimmen? Was sind denn das für Spuren? Groß. Ja, wer immer diese Fußabdrücke gemacht hat, muss riesige Füße haben, sogar größere als die von Elli. Und zwar Schwimmfüße. Wer auch immer diese Spur hinterlassen hat, war sicher kein kleiner Junge, kein Hund und erst recht kein Elefant. Oder Pocoyo? Also, wer könnte es sein? Monster! Oh,
Oh nein, Pocoyo, ich glaube nicht, dass es ein Monster ist. Pocoyo? Pocoyo, wenn du vielleicht einmal kurz schauen würdest. Pocoyo! Pocoyo, es sieht nur so aus, als wäre hier in der Nähe ein Monster. Aber es gibt wirklich keinen Grund, sich zu fürchten. Sieh mal, Pato, das ist doch komisch. Die Spuren sind direkt hinter dir. Hast du gesehen, wer diese ungewöhnlich aussehenden Fußabdrücke gemacht hat, Pocoyo? Kann es vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wessen Füße haben diese Spuren hinterlassen? Pato! 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 Richtig, das war Pato mit Schwimmflossen. Glückwunsch euch allen und Pocoyo. Ihr habt das Rätsel um das schreckliche große Monster gelöst. Wirklich gut gemacht. Macht's gut und bis bald. Yes, I like to paint something nice, something beautiful. I paint with my friends, each of us in a different way. You can use the palette and the paintbrush, the pencil, or maybe you prefer the crayons. You can use the palette and the paintbrush, the pencil, or maybe you prefer the crayons. Hello, Pato. A paintbrush. You're painting. Great. Yeah. Pocoyo has crayons. And you, Ellie? A pencil. Terrific. Fruit. Ah, I see. You're painting a still life. Wonderful. Hello, baby bird. Can you tell baby bird what Ellie is holding? A pencil. That's right. A pencil. Ellie is drawing with a pencil. And what's that? Right. Pato has a paintbrush. And Pocoyo, what does he have? Crayon! He has a crayon! Very good. Pocoyo has a crayon. Baby bird wants to be in the picture. Beautiful. The Martian Brothers Show! Notebook. Notebook! It's a notebook! Palette. Backpack.
5 strawberries. 1. Good job, Pocoyo. Oh, dear. Hey! What a beautiful drawing, Ellie. Oh, no. Baby bird, it's not nice to eat the still life. And now it's time for Fred Says, that wonderful game where everyone has to get up and do what Fred says. Fred says, spin! That's it! Spin around! Everyone spin! Spinning is fun! Fred says, giggle! Come on, let's giggle. That's it. Giggle. Giggling is fun. Fred says, walk. Walk. Everybody walk. Well done. Fred says, that's all. Now, baby bird, it's not that bad. What's this? Look at your friend's pictures. There's one in pencil, a lovely one in crayon, and a beautiful painting done with a paintbrush. It looks as if Baby Bird really likes your pictures. Hooray! Hello, Pocoyo. Ah, building blocks. How nice. What's this? Friend! You've made some new friends? And they're so colourful. There's a blue one and a yellow one. And a green one, and a red one. Friends! Wait, Pato, wait! I see. You're going to show Pato. Friends? Where did they go? Professor Pato. Hello, friends. Welcome to another lesson with Professor Pato. Professor Pato says that when there's sun and rain, something wonderful appears. A rainbow. How lovely. Rainbow. Well done, Caterpillar. Baby bird, can you tell us what that's called? Can you help Baby Bird? Rainbow! It's a rainbow. It looks as if the angry alien has something he wants to say. Wonderful! Now we've all learned about rainbows. Lesson approved by Professor Potter. Friend! Friend?
Still haven't found your friends, Pocoyo? Daddy! There's one! He's right there! Can you tell Pocoyo what color to look for? Yellow! Yellow one! Yellow! There's one! What color is that one? Blue! It's blue! Now what color? Green! The green one! Now what color should Pocoyo look for? Red! The red one! Bye, buddy! Pato! Number menu! Time for a nice lunch. It looks like Pato is ready to order. One orange. Very good. One orange! Oh dear. Well, how about one slice of watermelon instead? One slice of watermelon. Ah, poor Pato. Can you tell Pato how many hearts there are? One heart. That's it, one. Look, Pato. These are Pocoyo's new friends. Daddy, Daddy! 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 Red! Daddy! Green! Yellow! Blue! Wonderful! What colorful friends you have, Pocoyo! Red, blue, yellow, green. Color, you got the colors. Red, blue, yellow, green. Red, blue, yellow, green. Hi, Pocoyo. Hi. What are those things? Paintbrush, palette. Oh, I see. You're painting. What a beautiful painting. Hi, Ellie. What are you doing? You're taking pictures. Terrific. Hello, baby bird and caterpillar. What are you doing? You're making a sculpture. Wonderful. And now, a quiet moment with Sleepy Bird.
Hello, Pocoyo. A camera? A paintbrush. Pocoyo. Palette. Bye. Well, good night. Hello, Pato. Look, it's a museum. Can you tell Pato what that is? A sculpture! Right, a sculpture. You don't like it? Oh dear. Can you tell Pato what that is? A painting! It's Pocoyo's painting! Painting! You don't like the painting? Can you tell Pato what those are? Pictures! Pictures. You don't like the sculpture, the painting, or the pictures? Animals, dot to dot. Hello, Pocoyo. Oh, I see. You're concentrating on that picture. Do you know what it is? Why don't we connect the dots to finish the drawing? How about now, Pocoyo? Do you know what animal it is? No? Let's connect more dots. Now do you know what animal it is, Pocoyo? Can you tell Pocoyo what it is? It's a kangaroo! A kangaroo. Pato, I think you hurt your friend's feelings. Well, maybe you can show them how to do it. What's that you say, Pato? It's too difficult? Ellie says your painting is wonderful, Pato. You're all talented. Hooray! Sculptures, they are all
Museum. Hi, Ellie. What's that? Oh, a new doll. It's beautiful. It's Pato and Pocoyo. They're painting. Ellie says you should paint her doll. It's perfect. It has a nose, eyes, two eyes, ears, two ears, and a mouth. I love you. Okay, time to paint. The Martian Brothers Show. Pencil. Crayons. Paintbrush. Paintbrush. It's a paintbrush. Okay, Ellie wants to see your paintings. Can you tell me what that is? It's a nose! A nose, right. Can you tell me what those are? Eyes! Two eyes! Eyes. Poor Ellie. Can you tell me what that is? A mouth! Good, a mouth. What are those? Ears! Two ears. Ears. Ellie doesn't look very happy. Wheel of Colors! Welcome to the show! Today's color is... brown. Something brown. What can you find? All right. See your pictures. A brown chest. A brown paintbrush. A brown door. Good! Keep searching for brown things. A brown suitcase. Perfect. A brown chair. Excellent. And this, do you know what it is? A brown teddy bear. Very good. Hooray for brown. Poor Ellie. Oh, you're going to try again.
this? It's a big painting of your doll. I love you. Wonderful! If we have just a pair of eyes, it's not a face. If we have just a pair of ears, it's not a face. If we have just a giant nose, it's not a face. If we have just a giant mouth, it's not a face. But if we have two ears and just one nose, and if we also have two eyes and just one mouth, then we have all the things that make a face. All the things that make a face. We have all the things that make a face. But if we have two ears and just one nose, and if we also have two eyes and just one mouth, then we have all the things that make a face. All the things that make a face. We have all the things that make a face. Hello, Lula. Oh dear, you're getting very dirty. You know what happens when you get dirty, don't you? Bath. That's right, it's time for a bath. Come on, get in the bathtub, Lula. Oh no! Lula, come back! It's just a bath. It won't hurt you. Ah, Ellie. Thank you. What's that, Pocoyo? Soap. Soap. Wonderful. And what's that, Ellie? A brush. Great. Very soon, Lula will be nice and clean. Hi, Ellie. Ellie. Search, Ellie. Pocoyo wants you to search for a word on your computer. Clean. 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 Pocoyo wants to see something clean. Ah, it's Fred. Oh, my. Are Fred's teeth clean? I think we'd all like to see Fred clean those teeth. Ah, much better. It feels great to have clean teeth. Thank you, Ellie. Yes, thank you, Ellie. Well done. There. Lula is nice and clean. Uh-oh! Oh, dear. Here we go again. Can you tell Pocoyo what Ellie wants? The soap, the brush, the soap and the brush. Shape shuffle. A square. Square. A circle. Circle. A rectangle. Rectangle. Square, circle, rectangle. Ooh, what's this, Pocoyo? A
MP3. An MP3 music player. And you've made it with circles, squares, and rectangles. Speaker. Oh, a speaker. Can you tell me the names of the shapes? Rectangles. And these? Squares. And these? Circles. Square, circle, rectangle. Now Lula is really clean. Doesn't that feel nice, Lula? Uh-oh. This doesn't look good. Ah, good work. But it looks like someone else is dirty now. Yes, you, Pocoyo. Pocoyo, it's just a bath. It won't hurt you. Hello, Ellie. What are you doing? You want me to guess? Let's see. An apron? A fridge? Okay. And an oven? A cake! You're baking a cake. Delicious. The cake goes on the table. Very good. Oh no! Ellie says you have to bake another cake. And now, quiet moment with Sleepy Bird. Hello, Pocoyo. A chair? Cake. Well, good night.
Can you tell me what Ellie is wearing? An apron! Ellie says, put that in the oven. Is that the oven? No! It's the fridge! Is that the oven? Yes, yes, yes! It's the oven! Ellie says, put that in the fridge. Is that the fridge? No! It's the oven! Fridge? Yes! The fridge! Well done! Number menu! 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, time for a nice lunch. It looks like Pato is ready to order. 5 apples. Very good. 5 apples! Oh dear. Well, how about 5 mushrooms instead? 5 mushrooms! Ah, poor Pato. Can you tell Pato how many hearts there are? 5 hearts! That's it! 5. Oh no! It's Caterpillar! Quick! Set the table! Glasses, plates. Hurry! Candles, chairs. Quick! Under the table! Surprise! It's a cake for you, Caterpillar! Dear, she ate the whole thing. Now you have to bake another cake. I have a fridge. I have an oven. I have a cake to cook. I have an apron. I have a table. I have a chair. I have a cake to cook. Chair, I have a cake to cook. Hi, Pocoyo. Hi. A camera. You know what a camera is, right? That was the flash. Yes, the flash. Do you know what that is, Pocoyo? Picture. A picture. That's right. Oh, you're taking more pictures. A flower. Wonderful. Pocoyo's fairy tales. Hello, Pocoyo. What's that? Story!
Ah, it looks like Pocoyo has a story for you. Once upon a time, there was an ant and a dinosaur. They both had lovely balloons. They were so happy. But then the dinosaur's balloon popped. He was very sad. He cried. But the ant got the dinosaur a new balloon. The dinosaur was so happy. He smiled. But then the balloon deflated. He was sad again. He cried. But the ant gave him his balloon. The dinosaur was happy. He smiled. But now the ant didn't have a balloon. He was sad. But the dinosaur got him another balloon. And then they were both happy. The end. Hello, Pato. A doll. Oh, can you tell Pato what that is? A camera, it's a camera. Right. Camera. Ooh. Can you tell Ellie what that bright light is? Yes, it's the flash. Bye! Shape shuffle. A rectangle. Rectangle. A diamond. Diamond. An oval. Rectangle, diamond, oval. Oh, what's this, Pocoyo? Fan. I see a fan. And you've made it with rectangles, diamonds, and ovals. Wonderful. Oh, a kite. Can you tell me the names of the shapes? Rectangles. And these? Diamonds. And these? Ovals. Rectangle, diamond, oval. Pocoyo, it wasn't very nice to take those pictures. They were funny to you, but they made Pato and Ellie feel bad. Pictures! Oh my, those are very funny faces. Now that's funny. Hilarious. Hooray for pictures of funny faces. I have a camera. I love taking pictures with it. I take pictures of my friends. I use the flash. Camera, picture, flash.
pictures. We see the funny faces and laugh and laugh. Hello, Ellie. Oh, look. Ellie has some very nice shoes. Hi, Pato. And Pato has a stylish hat and a bow tie. Wonderful. Oh, hello, Pocoyo. Wow, those are some trousers. Oh, I see. Our friends are playing dress up. What fun. The Martian Brothers Show. Sunglasses. Ribbon. Ribbon, it's a ribbon. Hello, Caterpillar. Can you tell Caterpillar what Ellie is wearing? Shoes. Can you tell Caterpillar what Pato is wearing? A hat and a bow tie. Can you tell Caterpillar what Pocoyo is wearing? Trousers. It seems Caterpillar wants to play dress up too. Oh my, that shoe is too big. That hat is too big too. Oh dear, and the trousers. Animals, dot to dot. Hello, Pocoyo. Oh, I see. You're concentrating on that picture. Do you know what it is? Why don't we connect the dots to finish the drawing? How about now, Pocoyo? Do you know what animal it is? No? Let's connect more dots. Now do you know what animal it is, Pocoyo? Can you tell Pocoyo what it is? It's a frog! Frog! Very good! A frog!
caterpillar can't play dress up. What's that, Ellie? You say caterpillar can wear Pato's bow tie? Oh, caterpillar! What a lovely ribbon! Everyone? Hi! What's going on? Rocket! Ah, you're making a rocket! Why? What's that, little alien? Oh, you're going back to your planet! Wonderful! Looks like they're ready for blast off! T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Wow! This is exciting! Professor Otto. Welcome to another lesson with Professor Pato. Now, class, pay attention. Today we're going to talk about space. This is the sun. The sun. And this is the moon. The moon. Planets. These are planets. And stars. Baby bird, can you tell us what that's called? Can you tell baby bird what those are? Stars! Those are stars! Oh, it looks as if the angry alien has something he wants to say. Wonderful! Now we've all learned about space. Lesson approved by Professor Pato. You did it, Pocoyo! You flew into space! Stop! Planet? What do you think? Is that a planet? No! It is the sun! You're right! That is the sun. You're going to drive, Pato? Oh, but... Whoa! That's not a planet, Pato. Can you tell Pato what that is? The moon! It's the moon! Yes, it's the moon. Look, little alien! Is that your planet? Yes! You've found it! Houston, we have a problem. Princess! La 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 la! Princess! La 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 la! Princess!
And now it's time for Fred Says, that wonderful game where everyone has to get up and do what Fred says. Fred says, run! That's it, run! Fred says, laugh! Come on, let's laugh! Fred says, dance! Let's dance! Fred says, that's all! Someone's knocking at the door. Ah, it's the little alien's parents. Oh, I see. It was just a game. But now it's time for the little alien to go home. Let's all say goodbye. 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 Bye-bye. Bye-bye. Looks like they're off on another mission. Bye-bye. Bye. Searching for a planet, flying near the sun, flying near the moon. Rocket to the stars, searching for a planet. Hello, Pocoyo. Hi. What have you got there? Look. I see. Blocks. What fun. And what is that? Puzzle. A puzzle? Oh, goody. Ball. And a ball. It looks as if you're all set to play. The Martian Brothers Show! Toy Box. Skateboard. Skateboard, 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 doll. Hello, Pato. Do you know what Pato is playing with? Ball! Pato's playing with a ball! No!
I think Pocoyo wants to play ball alone. Do you know what Caterpillar is playing with? Puzzle! The puzzle! No! Pocoyo wants to play with his puzzle alone, Caterpillar. Can you tell me what toy Ellie is playing with? The blocks! No! Pocoyo wants to play blocks and ball and with his puzzle alone. At last, you can play alone. Princess! Princess! And now it's time for Fred Says, that wonderful game where everyone has to get up and do what Fred says. Fred says, walk! That's it! Walking is fun! Fred says, wave! That's it! Wave your arms! Fred says, jump! Well done! Fred says, that's all! What's wrong, Pocoyo? Sorry. Do you want to play with your friends now? Sorry. Can you tell our friends what Pocoyo wants to do? Play! Yes! Pocoyo wants to play ball with you. Yeah! Sometimes it's fun to play alone, but it's also fun to play with friends. Play! Playtime with the puzzle. Playtime with the ball. Playtime with the blocks. Oh, look, it's Pocoyo. Hello, Pocoyo. Hi. What is it? What do you see, Pocoyo? Wow. Toys. What is that? A hula hoop. Amazing. And that? A kite? What a lovely kite. Kite! Yay! Ah. Pato has a skipping rope. Skipping rope! What fun! Wonderful!
Hi, Ellie. Pocoyo wants you to search for a word on your computer. Seesaw. 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 Ellie is searching for a seesaw. Seesaw. Yes, that's it. A seesaw. What fun. Pocoyo would like to see a slide. Whoa! This is a big slide! Whoa! Thank you, Ellie! Yes, thank you, Ellie. Well done. Can you tell me what that is? Hula hoop! That's right. It's a hula hoop. Oops. And what is that? Kite! It's a kite! Yes, it's a kite. Oh dear. Can you tell me what that is? A skipping rope! It's a skipping rope! A skipping rope, that's right. Oh my, poor Pocoyo. Animals, dot to dot. Hello, Pocoyo. Oh, I see. You're concentrating on that picture. Do you know what it is? Why don't we connect the dots to finish the drawing? How about now, Pocoyo? Do you know what animal it is? No? Let's connect more dots. Now do you know what animal it is, Pocoyo? Can you tell Pocoyo what it is? It's a panda bear. That's right. It's a panda. Panda. Ellie wants you to try the hula hoop again, Pocoyo. Hula hoop! Now try to fly the kite again, Pocoyo. Kite! Not bad! And now the skipping rope. Skipping rope! Yay! Bravo! What fun! Now it's playtime. Come on and play with your friends. You can choose one or try all the different toys. You can try the hula hoop, you can try the skipping rope, you can try to fly a kite, try the seesaw or the slide. Hula hoop, skipping rope, Let's go, Pocoyo!
Look, it's Pocoyo. Hello, Pocoyo. Big, small. What's that? I think Pocoyo has something to show you. Wow! That's really big! Big! Small! Oh! Now that's really small! Hi, Ellie. Ellie. Search, Ellie. Pocoyo wants you to search for a word on your computer. Tall. 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 Ellie is searching for something tall. It's Pato. Look, he's tall. Wow. Really tall. Mar, 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 mar. Short. Pocoyo would like you to search for something short. Pato is short now. Really short. Thank you, Ellie. Yes, thank you, Ellie. Well done. It's Ellie. She's having a picnic with her doll. How nice. Ellie! What's that? Oh dear. Can you tell me, is the doll big or small? Small! The doll is small! Now is the doll big or small? Big! The doll is big! Bye! Shape shuffle. A circle. A square. Square. A star. Star. Circle, square, star. What's this, Pocoyo? Hot air balloon. I see. You've made a hot air balloon with circles, squares, and stars. Helicopter. Helicopter. Can you tell me the names of the shapes? What are these? Circles. They're circles. And these? Squares. And these? Stars. They're stars. Circle, square, star. Oh my, poor Lula. Now, Pocoyo, that really isn't very nice. Big, small. Yes, it's a wonderful remote, but you haven't been very nice to Lula, or Ellie, or Pato. I fixed. Much better. The bone, and the doll, and the blocks.
Bravo, Pocoyo! Everything is right again. Hooray! Ellie? Hello, caterpillar and baby bird. What are those? Backpacks? I see. You're playing school. What fun. I love school. Ellie says, do you have a notebook? Notebooks. Very good. And a pencil? Yes, you have pencils. Hello, boys. Ellie says, do you want to play school? Ball. Oh, well. The Martian Brothers Show. Computer. Computer is a computer. Suitcase. Pocoyo, Pato, are you sure you don't want to play school? What's this? A story. What fun! Shape shuffle. A circle. Circle. A rectangle. Rectangle. A triangle. Triangle. Circle, rectangle, triangle. What's this, Pocoyo? Clock. I see. You've made a clock with circles, rectangles, and triangles. Ice cream.
An ice cream. Can you tell me the names of the shapes? What are these? Circles. And these? Rectangles. And these? Triangles. Delicious. Circle, rectangle, triangle. Look, they've got pencils and they're drawing. Ellie says you're not ready for school. You need some things. Can you tell me what these are? They're backpacks. Can you tell me what these are? Notebooks. And what are these? They're pencils. Pencils. Now everyone can play school. What fun! Hi, Pocoyo. Hello, Pato. Hi. Do you know what those are? Hi, Ellie. Ellie! Whoa! What have you got there? Ah, you have some things to recycle. Bottles. Bottles go in the bottle bin. Cans go in the bin for cans. Cans! Newspapers. Newspapers go in the newspaper bin. Me! My turn! Now Pocoyo is going to recycle. Pocoyo's fairy tales. Hello, Pocoyo. What's that? Ah, it looks like Pocoyo has a story for you. Once upon a time, at the ant's house, the ant and the dinosaur had a party. The end! Oops. After the party, the ant's house was very messy. So the ant and the dinosaur had to sweep and wash the dishes and vacuum. The house was very, very clean. So they had another party. But then the house was messy again. So they had to sweep and wash the dishes and vacuum.
and the house was clean again. The end. Recycle. Fred, Pocoyo wants to recycle your things. Fred says he wants these things. Recycle. Recycling is good, Fred. Bottle. Can. Recycle. And now it's time for Fred Says, that wonderful game where everyone has to get up and do what Fred says. Fred says, play with the ball. That's it. Play with the ball. Playing with the ball is fun. Fred says, draw. Come on. Let's draw! Fred says, take pictures! That's it! Take pictures! Well done! Fred says, that's all! Time to recycle! Can you tell Fred what goes in this bin? Bottles! Bottles! That's right! Can you tell Fred what goes in this bin? Cans! Cans! Great! Can you tell Fred what goes in this bin? Newspapers! Newspapers. Right! Recycling! What fun! Recycling bin.